Ich habe es hoch angekündigt und da ist sie auch schon. Ihr wisst ja, ich bin Fangirl seit Stunde 1 und ich habe Gesa davon überzeugt, dass es cool ist, ein kleines Interview mit uns zu machen. Und ich habe eine wichtige Sache heute gelernt. Vertrauen. Vertrauen ist ja so ein wichtiges Thema und war auch so ein bisschen die Message deines Vortrags. Vielleicht kannst du ja noch mal ganz kurz zusammenfassen, um was es heute so bei dir ging und warum. Warum spielt Vertrauen so eine zentrale Rolle? Eigentlich kann man das ja, glaube ich, ganz gut selber nachvollziehen irgendwie. Ne? Wenn man kein Vertrauen in irgendjemandem anders hat, dann macht man schon mal so einen Schritt zurück. Und ich habe ja gesagt, Vertrauen bewegt, Zweifel lähmt. So, und ich brauche also das Vertrauen von meinen Kunden, von meinen Kollegen, von meinen Mitarbeitenden, von meinen Konsumenten, damit die sich bewegen, eine Entscheidung treffen und vielleicht dann auch kaufen. Gesa hat vor uns auch den ultimativen Test gemacht, wollte, dass sich jemand fallen lässt. Vielleicht kennt ihr die Situation auch selber. Und es ist tatsächlich so, dass wenn man Menschen oder einer Marke im Unternehmen vertraut, dann kauft sich's doch zehnmal leichter, oder? Absolut. Wir sehen da auf jeden Fall eine Korrelation zwischen Vertrauen und Unternehmensperformance, also wirtschaftlicher Performance. Und das ist nicht nur bei Unternehmen so, sondern das ist auch bei Ländern tatsächlich so. Länder, die einen hohen Vertrauensstatus haben, wo es wenig Korruption geht, sind wirtschaftlich erfolgreicher. Neuromarketing und Werbepsychologie für mich generell so ein sehr, 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 sehr interessantes Thema. Wie oder welchen Einfluss hat das Ganze denn aufs Thema Online-Marketing, Social-Media-Marketing? Also auch da gibt es tatsächlich Korrelation, wie wir das ja immer so nennen. Ne? McKinsey hat gerade eine Studie rausgebracht, je stärker wir Vertrauen im digitalen Bereich steigern, desto mehr steigt auch der Umsatz im digitalen Bereich. Es gibt da einen konkreten Zusammenhang. Und hast du vielleicht ein, zwei Tipps, wie wir selber Vertrauen werbepsychologisch für unser Unternehmen nutzen können, dass wir mehr Kunden generieren können? Also es fängt erstmal mit so Basics an, dass ich immer sage, Ehrlichkeit, Transparenz, das sind schon mal Sachen, mit denen ich Vertrauen aufbaue. Viele versuchen ja gerade so im Online-Bereich über irgendwelche Performance-Tricks und Kniffe ihre Kunden zu bewegen, vielleicht auch noch ein bisschen mehr zu kaufen. Und wir Menschen haben da einen extrem guten Bullshit-Sensor. Und sobald wir das Gefühl haben, oh Moment mal, bin ich raus. Und da muss man echt ein bisschen vorsichtig sein. Von daher ja, erstmal Transparenz, Ehrlichkeit ist auf jeden Fall immer ein guter Tipp. Auch so zu überlegen, würde ich das selber machen, wenn ich jetzt auf der anderen Seite wäre. Und dann gibt es natürlich noch so Mini-Hacks, ne, dass man, wie ich das im Vortrag vorgestellt habe, mit so einem Micro-Copy an bestimmten Sachen arbeitet, dass man auf der visuellen Ebene über Trust-Cues Vertrauen aufbaut, mit bestimmten Farben arbeitet, die Sprache entsprechend anpasst. Also da gibt es schon eine ganze Menge Möglichkeiten, die man da hat. Das ist ziemlich cool. Und wenn man jetzt mehr Input dazu haben wollen würde, ich weiß ja, ihr seid eine ziemlich erfolgreiche Agentur, die sich Kochstraße nennt. Wo kann man sich denn da so ein bisschen schlau machen vielleicht auch bei euch? Also tatsächlich ist ein ganz guter Tipp bei uns auf der Website, weil wir haben auch 100 Neuro-Insights, findet man auf unserer Website kostenlos. Ich gebe auch immer ein Seminar, kann man vielleicht auch mal vorbeigucken. Das ist allerdings speziell über Neuromarketing, ne, wie man das irgendwie anwendet. Und ansonsten kann man mir auch auf LinkedIn schreiben. Dann schicke ich ein PDF raus, wo ganz viele Trust-Faktoren aufgelistet sind. Ja, das wären schon mal so erste Schritte. Cool, dann weißt du jetzt hoffentlich auch, wie du bei euch anfangen kannst, Neuromarketing, Werbepsychologie so ein bisschen einzuleiten. Und hast dir hoffentlich auch gemerkt, Vertrauen ist key. Danke, Gesa. Gerne. Also, jetzt bin ich mal das erste Mal für euch hier vor der Kamera. Ich habe mir den Dan geschnappt und habe den Vortrag von ihm auch gesehen und er hat mir sehr gut gefallen. Jetzt steht er hier. Dan, erzähl mal ganz kurz, wer bist du und was machst du? Also, ich bin Dan. Ich berate große Konzerne zum Thema Content-Kreation und seit ein paar Monaten hatte ich auch die dumme Idee, ein bisschen Videoproduktion mit anzubieten. Ja. Mal nur so ein kleiner Tipp. Was würdest du den Leuten raten, wenn sie jetzt mit Social Media anfangen? Erwarte nicht so viel, hab eine ordentliche Erwartungshaltung und versuch durchzuziehen und dir nicht 700 Tutorials auf YouTube anzugucken, wie man den Algorithmus hacken kann, weil die meisten, die darüber sprechen, oder die wenigsten, haben irgendwas mit dem Algorithmus zu tun gehabt, sondern haben nur zwei Postings gemacht und einer davon hat funktioniert, der andere nicht. Und dann haben sie ihn geknackt. Also fang an, halte durch und erwarte erstmal nicht so viel und es ist harte Arbeit. Video-Ads in 2024 denn? Drei Tipps? Drei Tipps für deine Videos. Übertreib's nicht, schau nach Preis-Leistung. Manchmal schau aber nicht nach Preis-Leistung, sondern mach ein bisschen mehr als der Rest, um herauszustechen. Und finde eine Lösung für dich, wie du kontinuierlich Videos abliefern kannst. Schaffe nicht Formate,
wo du nur alle 3 Monate mal eins schaffst oder so. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Was auch vielleicht noch ein wichtiger Tipp, wenn du sonst immer hinter der Kamera stehst, geh auch mal vor die Kamera, um zu wissen, wie sich das anfühlt und auch umgekehrt, so wie es gerade passiert. Person hinter der Kamera steht davor, Person vor der Kamera dahinter, damit man auch mal weiß, dass die andere Arbeit auch anspruchsvoll ist. Starker Punkt, super, ja. Und man mitfühlen kann mit den Leuten. Besonders im Unternehmenskontext ist ja immer so eine Sache, man sagt so, hey, komm doch mal kurz vor die Kamera, sag da was rein, aber man erwartet, dass das jede Person einfach so macht, will, kann und manchmal fühlt sich das nicht gut an und das muss man selber auch mal gespürt haben. Mehr Mitgefühl, Empathie. Stark. Also ich entschuldige mich, falls der Fokus nicht sitzt und ich sehe, die Kleine zittert schon ganz doll. Ich entschuldige mich sehr. Atmen nicht vergessen, habe ich vorher atmen, gesagt. Das habe ich mir gemerkt. Ein Tipp, Dan sagt, atmen nicht vergessen. Also vielen lieben Dank für deine Zeit. Hab noch einen wunderschönen Abend. Danke euch. Ich habe mir jetzt jemanden ganz Besonderen geschnappt. Ich bin auch ein sehr, 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 sehr großer Fan von ihm. Florian Litteris, ein absoluter Experte im Performance-Marketing. Und wie gut, dass wir ihn einmal hier haben und ihm vielleicht eine ganz gekonnte Frage stellen können. Hast du... Sagen wir mal 3 ultimative Tipps fürs Performance-Marketing in 2024. Ich glaube, wir haben sehr vieles heute davon diskutiert und das Wichtigste ist erstmal ein Verständnis für Zahlen zu bekommen und zu verstehen, dass die Zahlen im Werbeanzeigenmanager einfach nur einen Teil der Realität in gewisser Weise darstellen und dass ich fast schon ein bisschen betriebswirtschaftlich das Ganze betrachten sollte und mich dem Ganzen so ein bisschen betriebswirtschaftlich nähern sollte. Das wäre so der erste Tipp. Der zweite Tipp, am Ende in so einem Werbekonto entsteht keine Magie. Das heißt, ja, man sollte es verstehen, was man da tut. Man sollte verstehen, wie man so eine Kampagne umsetzt, wie ich das Ganze irgendwie dann in eine Kampagnenstruktur reinbringe. Klar, muss ich verstehen, aber dadurch rette ich keine falsche Strategie oder keine nicht funktionierende Strategie. Und das wiederum bringt mich zum dritten Punkt. Am Ende entscheidet dann Erfolg oder Misserfolg vor allem die Arbeit außerhalb des Werbeanzeigenmanagers. Also darüber nachzudenken, was wollen die Leute da draußen überhaupt? Wie kann ich mit dem Thema, was ich habe, mit dem Produkt, was ich habe, mit dem Service, was ich habe, irgendwas liefern, Probleme lösen, Bedürfnisse lösen und das dann am Ende in eine sinnvolle Kreation reinbringen. Das sind eigentlich so die Kernthemen, mit denen wir uns auch Tag ein, Tag aus beschäftigen. So, Media Buying ist für mich früher, vor ein paar Jahren, ein sehr, 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 sehr technisches oder technisch getriebenes Thema gewesen. Würdest du sagen, heute ist es eher, naja, Marketing Basics und viel Kreativität mit einer Spitze Technik, aber nicht mehr so, wie es vielleicht vor ein paar Jahren noch war. Ja, es hat sich schon auf jeden Fall massiv verändert und ich glaube, das ist auch der Grund, da habe ich auch immer wieder drüber nachgedacht, ich mache das jetzt irgendwie 10, 11 Jahre, warum ich das so lange schon mache und ich glaube, einer der Gründe ist, weil es sich gewandelt hat und weil, ich sage immer, beide Gehirnhälften irgendwie beansprucht werden, das heißt, ich muss irgendwie analytisch denken, demnach halt so ein bisschen hacken, Zahlen verstehen, Kampagnen aufsetzen und so weiter, so ein klassisches Media Buying machen, aber auf der anderen Seite muss ich definitiv kreativer arbeiten, als man das vielleicht noch, als ich zumindest angefangen habe, tun musste, heißt also, mehr mit Kreation auseinanderzusetzen, liegt alleine schon daran, weil sich einfach die Plattformen auch verändern, die Medienformate verändern sich auf den Plattformen, Videocontent und all das, was dazugehört. Ja, und am Ende brauchst du einfach beide Gehirnhälften irgendwie, um erfolgreich zu sein. Und mir persönlich macht eben genau das Spaß, dass ich mal links, mal rechts denken darf sozusagen. Ja. Schnelles, langsames Denken oder links und rechts denken. Ja, da gehe ich tatsächlich total mit. Und wenn ich jetzt vielleicht noch ein bisschen ein paar Tipps von dir euch haben wollen würde, wo müsste ich nachschauen und wo bekomme ich vielleicht was her von euch? Natürlich sehr gerne bei uns auch auf YouTube. Da findet man uns relativ neu. Da gibt es jede Woche neuen Content. Wir haben auch einen Podcast. Ansonsten sehr gerne auch bei uns auf der Webseite vorbeischauen. Da gibt es diverseste Formate. Wir haben einen Branchenreport. Wir haben eine Selbstdiagnose-Checkliste. Ist alles da. Ja, und freue ich mich, wer da Insights findet und hoffentlich auch was Sinnvolles dann im Ad-Account damit umsetzen kann. Ja, mega cool. Vielen lieben Dank für deine Zeit und den tollen Vortrag mal wieder.